Das lasse ich nicht zu! Kleiner Prinz! Pass auf! Fuchs! Die Steine sind magnetisch. Wow! Schlange? Ein Schlangengrab. Steckt sie jetzt da fest? Ich glaube, sie ist tot. Das würde mich eher wundern. Lass mich mal sehen. Wenn sie nur so tut, macht sie das super. Ich habe nicht gewollt, dass das passiert. Du hast doch jetzt wohl kein Mitleid, oder? Endlich sind wir diese widerliche Nacktschnecke los. Aber sie war ein Lebewesen, wie du und ich. Ja, aber wie ich dieses Biest kenne, treffe ich lieber ein paar Vorsichtsmaßnahmen, nur für den Fall. So, jetzt können wir sicher sein, dass sie nicht wieder rauskommt. Oh, wunderschön. Kleiner Prinz, sieh mal, der Vulkan ist erwacht. Wow. Was ist denn das? Ui, das ist ein Feuerwerk aus Bildern. Die Geschenke unserer Freunde wollen uns den Weg weisen. Wir müssen dort rüber, trotz aller Gefahren. Komm, wir sagen Rose, dass es bald losgeht. Und sie ist sicher tot? Ja, meine Rose. Oh. Wir haben mit angesehen, wie sie in diesen Stein eingeklemmt wurde. Wir können also beruhigt sein, dass sie uns nicht weiter nerven wird. Endlich sind wir sie los. Sie kann nie wieder versuchen, uns zu trennen. Und du musst nicht mehr fortgehen, um andere Planeten zu retten. Ja, die Schlange ist keine Gefahr mehr. Wir können jetzt ganz beruhigt zu deinem Planeten abreisen. Wie man's nimmt. Ihr könntet im Graben auf einige Verzerrungen der Quantenfelder und andere schwerwiegende Gravitationsereignisse treffen. Tut mir leid. Aha, und im Klartext? Gut, einfach ausgedrückt. Die Durchquerung wird kein Spaziergang. Wenn du erstmal im Graben bist, musst du dich von dieser Galaxie verabschieden. Und während der Reise wirken deine Kräfte nicht, kleiner Prinz. Auf Wiedersehen, liebe Galaxie. Nachdem ihr jetzt über die Gefahren Bescheid wisst, werde ich euch nun verlassen. Meine Freunde, ich wünsche euch eine angenehme Reise und nehmt euch in Acht vor den Gegenwinden. Es ist Zeit, B612 loszumachen und aufzubrechen.